wenn ich hier diese zwei Dateien öffne, diese Reports, dann finde ich den Fehler. Moment. Servus, ich möchte euch ein Problem zeigen, das ich gerade gelöst habe. Wenn man einen neuen Report macht und Template Empty 2005 nimmt und den ganzen hier abspeichert, speichern unter. Ja. Wir nehmen hier einen neuen Ordner. Test. Wir nennen den jetzt Test 1. So, Test 1. Und wir machen nochmal einen neuen Report mit einer Gruppe. Die Gruppe lösche ich raus. Und das Ganze speichere ich unter Test 2. Speichern. Okay. Jetzt gehe ich in den Windows Web Developer 2008 und öffne Test 1. Und ich bekomme diese Fehlermeldung. Wenn ich Test 2 öffne, bekomme ich aber den Style. So, wo ist jetzt das Problem? Ja, und das Problem liegt daran, wenn ich hier diese zwei Dateien öffne, diese Reports, dann finde ich den Fehler. Moment, da gehe ich jetzt wieder hier auf Test 1 hierüber, Test 2 hierüber. Oh, jetzt weiß ich nicht, ob ich das Richtige da habe. Ja, gut. Also Test 1. Ich gehe auf Plugins Compare, Set as First. Plugins Compare, Compare. So, und jetzt kann ich die zwei Dateien miteinander vergleichen. Und dort gibt es ein paar kleine Unterschiede. Hier am Seitenrand sieht man die alle. Und das Problem entsteht nicht beim Title, nicht hier, sondern diese zwei Zeilen. Diese zwei sind das Problem. Wenn ich diese zwei Report-Items hier entferne, und die Zeile hier entferne und das Ganze hier nochmal speichere, dann kann ich jetzt wieder in den Visual rein. Sag, jupp. Nein, schließen. Datei öffnen. Test 1. Und jetzt kann ich auch hier den Test 1 bearbeiten. Liken. Endcard. Go.